Hallo zu Friede, Freude, Smartphone. Das hier ist mein Fragekanal. Hier beantworte ich Fragen, die mir meine Kursteilnehmer in meinen Kursen stellen. Eine Frage war, was ist der Zwischenspeicher auf dem Smartphone? Vielleicht erkläre ich erst einmal den Unterschied zwischen Zwischenspeicher und Speicher. Genau wie unser Gehirn hat nämlich das Smartphone zwei Speicher. Zum einen habe ich den ganz normalen Speicher, also wenn ich Fotos mache, wenn ich mir etwas in Kontakte abspeichere, die Nachrichten, die hier auf meinem Handy ankommen. All das wird auf dem Gerätespeicher auf meinem Smartphone gespeichert. Das ist quasi das Langzeitgedächtnis von meinem Smartphone. Zusätzlich hat das Smartphone jetzt aber auch noch ein Kurzzeitgedächtnis und das ist der Zwischenspeicher. Das heißt, hier wird eine Information kurzzeitig gespeichert und wiedergegeben. Und jedes Mal, wenn ich eine neue Information in den Zwischenspeicher packe, wird das vorherige vergessen. Ich zeige Ihnen das an einem Beispiel. Meine Freundin hat mir eine Nachricht geschickt und in dieser Nachricht hat sie mir ein Kuchenrezept geschickt. Dieses Kuchenrezept würde ich mir aber gerne in meiner App Memo als Notiz abspeichern. Jetzt will ich mir natürlich nicht das gesamte Kuchenrezept einmal abschreiben, um es dann wieder hier in meine Notizen reinzutippen. Ich würde mir gerne das gesamte Rezept in den Zwischenspeicher speichern und es dann als Notiz neu abspeichern. Ich öffne also die Nachricht mit dem Rezept und jetzt tippe ich einfach etwas länger auf eine Zeile. Jetzt bekomme ich hier oben schon die Zeile kopieren, weiterleiten oder löschen. Ich möchte es gern kopieren. Und damit habe ich es in den Zwischenspeicher kopiert. Jetzt öffne ich die App Memo. Mit dem Plus öffne ich eine neue Notiz und tippe wieder etwas länger auf diese leere Notiz. Jetzt bekomme ich hier Einfügen. Ich tippe also auf Einfügen und das gesamte Rezept, das in meinem Zwischenspeicher war, das wird jetzt hier eingefügt. Das gesamte Rezept ist immer noch in meinem Zwischenspeicher. Das heißt, ich könnte jetzt auch eine WhatsApp öffnen. Ich mache das mal. Und schicke das Rezept hier an meine Tochter Lilly. Ich tippe einfach etwas länger auf das Feld Nachrichten. Jetzt erscheint wieder Einfügen. Ich tippe Einfügen und das Rezept ist hier eingefügt und ich kann es abschicken. Jetzt möchte ich etwas Neues in den Zwischenspeicher geben. Und zwar habe ich hier in meinen Notizen ein Plätzchenrezept und das möchte ich der Anne jetzt zurückschicken. Ich öffne also mein Rezept hier und tippe wieder etwas länger auf die Zeile. Jetzt erscheint hier alles auswählen und es erscheinen so kleine blaue Punkte am Anfang und am Ende. Mit diesen blauen Punkten kann ich meinen Auswahlbereich anpassen. Jetzt habe ich hier ausschneiden, kopieren, einfügen oder teilen. Ich möchte diesen blauen Bereich kopieren und dann in eine Nachricht an Anne einfügen. Das heißt, ich tippe auf kopieren. Jetzt ist das Rezept in meinem Zwischenspeicher. Ich öffne eine Nachricht und hier in mein Nachrichtenfeld, da tippe ich wieder ein bisschen länger rein. Bekomme Einfügen, tippe auf Einfügen, das Rezept erscheint als Nachricht und ich kann es an Anne absenden. Und das ist der Zwischenspeicher, also ein Kurzzeitgedächtnis, wo ich Textpassagen kurz abspeichern kann, um sie woanders einzufügen. Wenn Sie auch Fragen haben zu Ihrem Smartphone, dann schreiben Sie mir, entweder hier unten über die Kommentare oder auf meiner Webseite. Ich freue mich drauf. Tschüss!